Kleine Fische, ja. Eine kleine Fischstange, eine kleine Angel. Oh, so hatte die Eliten zu, haben euch die lange nicht dange. Und dann hatten sie einen. Das war nur so lang. Ja. Und jeden Portion hatte die Eliten Dorsch. Und dann einen so mal, da hatten sie diesen kleinen Dorsch. Ja. Und diese Oktopus, die guckte und die war Inferno. Ja, das war ein Inferno, es kochte rundherum. Ja. Und da hast du. Da hast du mit den Herren geworden. Ja. Du mit den lilen Stangen. Ja, aber dann hängen sie mit ihrer Stange da rum ums Boot. Und dann haben sie gehammelt und geholt und geholt und geholt. Und dann gehatscht und geholt. Und diese Oktopus. Und diese Oktopusse. Ja, die fuhr rund die Boote, die kröp rund die Boote. Die krabbelten überall rund im Boot. Und überall in der Hose, in der Boxe. Hüter und Plätschchen. Und rannten wieder raus. Und die waren schwarz vor Augen, den Fischern. Und die von der Tinte. Von der Tinte, ja. Ja, so dramatisiert hier. Ja, richtig. Und jetzt haben wir zu hören. Nun kommt die Pointe. Nun kommt die Pointe. Nun kommt die Pointe, die store Pointe. Fiskern, han trodde det at under denne armada med små octopus, kom den svære med armer på 8-10 meter og kunne kvelde hele båten. Ja, og der, med den grossen armen kom sie og kunne det ganze båt smasse. Octopus-måde. Skutmåde, octopus-måde. Så, da him, the fisherman, kast in all diese Ding and take the order. Ja, dann haben sie ihre Ruder gehabt, alles ausgeschmissen, haben ihre Ruder genommen und sind ganz schnell weggerudert. Bevor die großen Arme. So, 200-300 Meter, 200-300 Meter. 200-300 Meter. Stop it. Haben sie gestoppt. Take Bull und Schleim und das Blut. Ja, und haben den ganzen Schleim und den ganzen Dreck erstmal weggemacht. Ja, von den Augen. And starting von New York. Und dann wieder von vorne. Für alles das, was ihr uns beide geboten habt, an Annehmlichkeiten, an schönen Sachen und Besonderheiten auch. Wirklich Besonderheiten, die nicht jeder erfährt. Danken wir euch beiden. Ja? Ja. Auf den Besserolen gibt es sowas nicht, damit ihr bodenständig bleibt. Damit ihr bodenständig bleibt, haben wir das so eingepackt. Ja? Die Erde gibt es bei euch nicht. Eine Tüte Dreck. Danke. Ja? Und ein kleines bisschen Muschelkalk. Danke. Ja. Und natürlich für unseren Christian. Du siehst, alles wunderbar. Du kannst die Schale bei dir in den Garten so ein bisschen aufbauen. Die Schale hier. Und das andere, da musst du mal gucken. Wir wollen ja natürlich auch nicht nur ein paar Worte verlieren, sondern wir wollen auch etwas anderes verlieren. Und zwar ein kleines bisschen Künstlerisches. Künstlerisches. We would like to say thank you to both of you.
because the choir of the MG Rising, you see, has exercised a lot in the valleys and on the tops of the hills. And now we sing you a song, because we cannot hand over the flowers which we would like to give to you. So we sing a Danish song, and it's called Rose fra Fyn. It's a rose from the Isle of Fyn. Now we sing, and I hope you all sing with us. First a trial. Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn. Now, all the field. Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn. Weil Michael anfängt zu weinen und ich tauche gleich. Dann wird das Wetter besser. Ich möchte mich erst einmal bei euch bedanken. Und mit Ulle zusammen haben wir ja gesessen und ihr habt das alle gehört, als wir diese Reise ausgearbeitet haben. Und nun ist vorbei, fast. War wunderschön. Und ihr habt immer gesagt, ihr habt so eine tolle Truppe. Der Dank gilt euch. Ja, stimmt. Super gut. Und also es war für mich ein großes Erlebnis. Den Thomas habe ich kennengelernt. Ich glaube, wir werden uns wiedersehen. Ja. Es war toll. Wir haben eine super Zeit gehabt. Und ich muss wirklich sagen, in der Form und in der Art und so intensiv, bis zum Schluss habe ich das auch hier noch nicht erlebt. Und ich bin auch leer. Ich bin wirklich... Nach dem, was heute noch war mit den Übersetzen, ich war plötzlich war sehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Unterschied, ob ich einer Gruppe nach einem Tage sage, auf Wiedersehen und bleibt gesund, was ich mir natürlich bei allen wünsche. Bei euch kommt das nochmal von doppeltem Herzen und ich denke schon, dass ich jetzt auch mal viele, viele Menschen hier, die ich hier lieb gewonnen habe und mit denen ich viele Gespräche geführt habe, wirklich vermisse. Herzlichen Dank. Behalte die Lofoten in guter Erinnerung. Sehr ich hier so gut in Tysk? Er ist nicht so gut in Deutsch. So skal prøve gjøre dette så kort som mulig. Und so deswegen macht er es so kurz wie möglich. På vegne av Korebussen og meg selv. Also für Korebussen und in seinem Namen. Så vil jeg takke for den store ære. So möchte er danken für die große Ehre, dass er euch diese ganzen Tage fahren durfte. Ihr seid fantastische Menschen und eine wahnsinnig gute Gruppe. Ihr seid fantastische Menschen und eine sehr gute Gruppe. Und so sagt er Tack an die Leitung. Und wo der Champe flott Guide. Dem Guide. Für der Dere har virkelig gitt meg så mye, og har opplevd så mye. Ja, at er så viel med oss erleben durfte og konnte. At jeg vil påstå at så langt i min karriere som bussjåfør, og som turguidesjåfør, ikke guide, turoperatør heter det. Das hat er in seiner ganzen Zeit bisher als Buschauffeur und Guidechauffeur noch nicht erlebt. Så dette har vært en av de beste turene jeg noensinne har gjort. Das ist die beste Tour, die er in der Zeit, wo er Buschauffeur ist, gemacht hat. Und dafür will ich da danke für mich.
dafür möchte also, er. Und so unsere fin Tür wieder und gut Tür heim. Ja, und so dankt er für diese Tour und möchte euch eine gute Tür weiter wünschen und dann weiter auch nach Hause auf dem Weg.